wie wir als Feuerwehr eine Brandbekämpfung durchführen, wie wir eine Personenrettung durchführen. Wir gehen davon aus, dass es hier jetzt gleich brennen wird. Zu einem anständigen Feuer gehört eine Menge Rauch. Aufs Wort genau kommt der Rauch. Was klappt? Oh, gut, das ist mir eigentlich auch nicht ganz easy. So, wenn es jetzt aber brennt, was müssen wir machen? Die Feuerwehr anrufen, da war doch schon das gute Stichwort. Wir haben da natürlich keine Kosten und Mühen gescheut. Nikolaus Großweg. Nikolaus Großweg, welche Hausnummer bitte? Die 2. Nummer 2, ist das gerade Vorderhaus oder Hinterhaus? Hinterhaus. Welche Etage? Die 2. Welcher Name steht denn bei Ihnen an der Tür? Das weiß ich nicht. Wie lautet Ihre Rückrufnummer? 0172777. Was ist vorgefallen? Sagen Sie genau, was passiert ist. Also ich bin hier lang gelaufen und habe einen Mann aus dem Fenster gesehen. Also er stand vorm Fenster. Aha. Und es kamen Flammen. Flammen? Also brennt es dort, ja? Ja. Bist du denn der Sicherheit und außer Gefahr? Ja. Was machst du denn jetzt? Ich stehe vor dem Hochhaus. Hast du mir gesagt, dass alle Personen in Sicherheit und außer Gefahr sind? Nein, also da steht einer vom Fenster und einer noch auf dem Dach. Eine Person am Fenster und einer auf dem Dach. Ich verstehe. Kannst du Flammen oder Rauch sehen oder beides? Ich sehe nur Rauch. Ah, was für ein Gebäude ist das dort? Ist das Wohngebäude? Ja, es ist ein Wohngebäude. Kannst du mir sagen, wie viele Stockwerke dort sind oder Etagen? Ich frage nicht. Sie haben gemerkt, das Notruftelefonat dauert ein paar Sekunden. Wir müssen wirklich sicher gehen, dass wir zur richtigen Adresse fahren, dass wir auch die richtigen Fahrzeuge zu diesem Einsatz schicken. Und sobald das Notruftelefonat dann alle wichtigen Informationen bekommen hat, werden auch sofort die Kräfte auf der Feuerwache alarmiert. Über die Feuerwache, aber denken Sie dran, wir brauchen ein bisschen. Wir haben nicht so viel Personal, um bei Ihnen überall zu Hause mit einzuziehen, sondern unsere Feuerwachen sind ein paar Kilometer entfernt. Wir brauchen ein paar Minuten, bis wir bei Ihnen sind. Aber bitte versuchen Sie nicht den Helden zu spielen. Rennen Sie nicht in die Wohnung rein, um doch irgendwelche Leute rauszuholen. Auch die Polizei hat die Anweisung, sich nicht selber in Gefahr zu begeben. Wir kommen, wir brauchen ein paar Minuten, aber wir haben die notwendige Schutzausrüstung dabei. Wir haben die Ausbildung, sodass Insekräfte dann auch wirklich die Leute rausholen und sich dann auch schnell um die Brandbekämpfung kümmern. Und dahinter, das muss seine Mutter gewesen sein. So, ich sehe unsere Einsatzkräfte schon.
dieser Zuchtführer hier vorne zu erkennen an der roten Weste. Wurden jetzt erstmal erkunden, wo es denn brennt. Die Rauchentwicklung aus dem Fenster ist ja nicht zu übersehen. Aber es geht jetzt natürlich darum, die Einsatzkräfte, die an der Einsatzstelle eingetroffen sind, so einzusetzen, dass wir mit wenig Personal so schnell wie möglich hier auch effektiv tätig werden können. Sie sehen hier vorne den Trupp mit den gelben Flaschen, mit den Pressluftatmern auf dem Rücken. Die werden jetzt, wenn sie dann die Schläuche auch mit Wasser gefüllt haben, dann auch das Wohngebäude betreten, um dann das Feuer schnell zu löschen. Der Rettungsdienst mit seinem Rettungswagen steht auch bereit, sodass, wenn hier Verletzte zu retten sind, zu versorgen sind, wir auch schon bereitstehen, um dieses dann zu tun. Die Ausbildung bei der Feuerwehr ist ja multifunktionell. Das bedeutet, unsere Einsatzkräfte arbeiten sowohl auf dem Löschfahrzeug als auch auf der Drehleiter, natürlich aber auch im Rettungsdienst. Unser Angriffstrupp ist jetzt schon im Gebäude. Der muss natürlich die Schläuche jetzt im Treppenhaus nach oben ziehen. Das alles in einer Schutzkleidung mit dem Pressluftatmer zusammen, die ungefähr 30 Kilo wiegen. Bei den Temperaturen, die wir heute haben, heißt es natürlich auch, dass das eine immens körperlich anstrengende Tätigkeit ist. Ein Trupp steht hier vorne immer am Verteiler bereit, um sobald der Trupp dann auch vorne, so wie jetzt gerade passiert, das Wasser nach oben pumpt. Und die Kollegen, Sie sehen es, fangen gerade an zu löschen. Jetzt sollte der Rauch dann auch möglichst weniger werden. Der Angriffstrupp zeigt sich schon am Fenster, also die großen Flammen scheinen schon aus zu sein. Jetzt aber das große Problem, dadurch, dass wir die Tür zur Wohnung geöffnet haben, zieht natürlich auch der Rauch aus der Brandwohnung durch das Treppenhaus nach oben. Oben hat leider ein Mieter seine Wohnungstür geöffnet, der Rauch ist zu ihm in die Wohnung reingezogen. Und jetzt haben wir das Problem, was wir leider auch sehr häufig an den Einsatzstellen haben. Mieter, die überhaupt nicht von dem Feuer gefährdet sind, öffnen ihre Wohnungstür. Der Brandrauch, der sehr giftig ist, zieht auf einmal in eine völlig brandfreie und rauchfreie Wohnung. Und jetzt ruft da jemand auch noch um Hilfe. Das Feuer ist eigentlich schon gelöscht. Aber wir müssen jetzt auf einmal eine zweite Einsatzstelle aufbauen und hier noch Personen retten. Was alles nicht passieren würde, wenn derjenige seine Wohnungstür geschlossen gelassen hätte. Wir sagen immer so schön, wenn es in der eigenen Wohnung brennt und auch nur dann muss man die Wohnung verlassen. Wenn es außerhalb der eigenen Wohnung brennt, beim Nachbarn, im Keller, im Dachboden, selbst über mir oder unter mir, besteht gar keine Gefahr und muss auch nicht die Wohnung verlassen. Wirklich nur, wenn es in der eigenen Wohnung brennt, raus. Wenn es außerhalb der eigenen Wohnung brennt, bleiben Sie in der Wohnung drin, Ihnen passiert nichts. Lassen Sie aber natürlich auch die Wohnungstür zu, damit nicht sowas passiert, was wir hier jetzt sehen, dass, obwohl es, wie gesagt, in der Wohnung im zweiten Obergeschoss gar nicht gebrannt hat, jetzt auf einmal eine Person sich meldet und die giftigen Rauchgase eingeatmet hat. Hier die letzte Möglichkeit für die Feuerwehr, ein Sprung in unser Sprungpolster hinein. Wir versuchen natürlich möglichst das Ganze zu vermeiden, weil ein Sprung aus solcher Höhe ist immer gefährlich. Er kann immer auch zu Verletzungen führen. Deshalb werden wir andere Alternativen bevorzugen. Entweder versuchen wir die Leute dazu zu bewegen, in der Wohnung drin zu bleiben, wenn das gefahrlos geht. Sollte das aber nicht funktionieren, dann muss diese Person
in Sicherheit gebracht werden. Das kann man entweder über eine Drehleiter machen, die wir ja auch zu jedem Feuer mitführen. Das kann aber natürlich auch über das Treppenhaus passieren. Da wird der zu rettenden Person eine Maske über Mund und Nase gesetzt und wird von einem Feuerwehrmann oder natürlich einer Feuerwehrfrau dann auch durch ein verqualmtes Treppenhaus nach unten an die frische Luft geleitet. Die Person wurde ja schon aus dem Sprungpolster rausgerettet. Der Rettungsdienst war sofort zur Stelle, hat die Person aufgeladen. Wir laden die Person jetzt ein in unseren Rettungswagen, wo eine weitere medizinische Versorgung stattfindet. Und dann nach einer Stabilisierung vor Ort wir denjenigen natürlich auch ins Krankenhaus bringen. Sie haben es wahrscheinlich da hinten auch gehört. Oben auf dem Dach meldet sich eine weitere Person, die Hilfe benötigt. Sie hat den schlechtesten Rettungsweg überhaupt gewählt. Sie hat sich in einem Hochhaus nach oben gerettet. Wir wissen alle, heiße Luft zieht nach oben, haben wir alle damals im Physikunterricht gelernt. Sprich, wenn ich im Treppenhaus nach oben gehe, laufe ich mit dem Brandrauch nach oben und atme am meisten Brandrauch ein. Bleiben Sie in Ihrer Wohnung. Und dann kann ihm gar nichts passieren. Wir haben die Hilferufe auf dem Dach gehört. Der junge Dame, ein Kollege der Feuerwehr, ist sofort in den kompletten Drehleiter hineingeklettert. Ein zweiter steht unten am Ende der Drehleiter und überwacht die Maßnahmen, die der Kollege dort oben aus dem Korbhaus durchführt. Er rückt sofort mit dem Korb nach oben eilen, um zu der Frau zu gelangen, um sie dann auch in Sicherheit zu bringen. Viele von Ihnen fragen sich wahrscheinlich auch, wie kriegen wir denn Leute aus höheren Häusern? Wir haben standardmäßig in Deutschland Drehleiter mit einer Rettungshöhe von 23 Metern. Durch parkende Autos kommen wir ja gar nicht bis ans Gebäude ran. Also wir müssen eine Rettungshöhe von 23 Metern erfüllen, wenn die Drehleiter 12 Meter vom Haus wegsteht. Das ist ja auch gegeben. Wir stehen weit genug vom Gebäude entfernt, weil da vorne, sehen Sie ja selber, auch noch parkende Autos stehen. Wir kommen also gar nicht viel bis da angefahren und können jetzt aber immer noch auf das Dach dieses Steigeturmes mit unserer Leiter. Dort werden wir den Korb absetzen. Der Feuerwehrmann wird auf das Dach des Hauses gehen, wird die Frau dort betreuen und dann auf die Leiter führen. Was passiert, wenn das Gebäude höher ist, als unsere Leitern lang sind? Dann ist der zweite Rettungsweg nicht mehr von der Feuerwehr vorzugeben, sondern durch die Bauordnung wird er dann anders geregelt. Es gibt dann Sicherheitstreppenräume, wo also gar keine Wohnung von abgeht, wo gar keine Gefahr besteht, dass es in diesem Treppenraum brennt. Weil dort darf sowieso keine Brandlast vorhanden sein, also weder Kleiderschränke noch Teppiche noch sonst was darf da gelagert werden. Auch der Müll hat nichts zu suchen. Ein Treppenraum ist ein Fluchtweg und natürlich auch ein Angriffsweg für die Feuerwehr, der dringend freigehalten werden muss, damit sich ihre Rettungsmaßnahme nicht verzögert. Die junge Dame ist jetzt in Begleitung eines Feuerwehrmanns. Wir fahren sie jetzt an den sicheren Boden nach unten. Und auch da steht schon wieder der Rettungsdienst bereit, um zu sehen, ob die Dame eine Menge von Rauchgasen eingeatmet hat, die vielleicht dazu führen, dass die Dame sowohl durch den Rettungsdienst hier vor Ort behandelt werden muss, als natürlich vielleicht auch später noch in einem Krankenhaus weiter behandelt werden muss. Man hat es hier bei dieser Übung sehr, sehr gut immer wieder gesehen. Die Brandbekämpfungsmaßnahmen waren komplett abgeschlossen, das Feuer da aus und hat nicht weiter aus der Wohnung herausgeraucht. Trotzdem hat sich noch eine geringe Konzentration von Brandrauch im Treppenraum befunden und die Mieter, die dann immer noch ihre Wohnungstüren aufreißen, sind dann einfach gefährdet. Meine Frau, wie gesagt, den schlechtesten Rettungsweg nach oben aufs Dach gewählt, aber auch die haben wir sicher nach unten an dem Boden bleiben können. Auch wenn für uns die Gefahr jetzt erstmal beseitigt ist, das Feuer ist gelöscht,
Die Personen sind alle gerettet, werden jetzt medizinisch versorgt. Die Frau ist aus dem Korb, glaube ich, mittlerweile auch schon wieder ausgestiegen, sodass wir leider immer noch nicht den Einsatz abschließen können. Für uns geht es jetzt darum, natürlich sicherzugehen, dass das Feuer komplett gelöscht ist, dass wir dort keine weiteren Blutnester vorhanden haben, sodass wir vielleicht auch noch in einer halben Stunde vielleicht wieder hierher fahren müssten. Also die Aufräumarbeit dauert meistens sehr, sehr lange, länger als die eigentliche Brandbekämpfung manchmal sogar. Aber wir wollen natürlich sichergehen, dass es nicht wieder neu auflammt und dass unsere Einsatzkräfte dann die Einsatzstelle wirklich auch nicht neu wieder befahren müssen. Die Dame liegt hier vorne, Sie sehen es deutlich, im Krankentragestuhl des Rettungswagens, jetzt schon einmal medizinisch versorgt. Die Geräte haben wir alle auf dem Rettungswagen auch drauf. Die Ausbildung ist ja 2 Jahre lang, das wir bestimmt schon rumgesprochen haben, die Grundausbildung. Und setzt sich, wie gesagt, zusammen aus einer Rettungssanitäterausbildung, um die medizinischen Einsätze eben auch abarbeiten zu können, als natürlich auch die Brandbekämpfung und natürlich auch die Bedienung von Drehleiterfahrzeugen etc. All das muss der Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau können. Und ich denke, die Kollegen der Feuerwache Charlottenburg-Nord haben das hier sehr gut unter Beweis gestellt. Und ich bitte Sie da einfach mal um einen kräftigen Applaus für die Kollegen. Vielen Dank.